Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute gibt es meine Watchlist Aktien außerhalb von USA mit dem ganz einfachen Grund, weil ich in den USA schon sehr stark investiert bin. Mein Portfolio bzw. mein Depot beläuft sich da auf 71% mit Aktien aus USA und 27% 27% sind aus Europa. So, dementsprechend möchte ich die USA eigentlich so maximal 60-65% gewichten. Das wäre halt so mein ideales Szenario und deshalb suche ich schon seit längerer Zeit auch Nachkaufkandidaten oder halt einen Neukauf, die außerhalb von USA einfach da sind. Es gibt halt nicht so viele, USA hat einfach die besseren Unternehmen, das ist einfach so, aber es gibt dennoch einige gute. So, und hier möchte ich mir einfach meine Watchlist aktuell die mal zeigen. Roche habe ich auf der Watchlist stehen, das wäre halt ein Neukauf für mich, für mein Langfristdepot. Ich habe Novartis im Depot aus der Schweiz und Nestle. So, dann hätte ich hier Nintendo, obwohl ich auch Sony auf der Liste habe. Nintendo hat bei mir noch ein bisschen die Nase vorn. Man sieht auch hier eine gute Dividendenrendite von 3,7% Nintendo aus Japan. Qualität auch 14 von 15 Punkten, auch ist top. Dann haben wir Novo Nordisk, kennen wir auch alle. Die Bewertung ist hier allerdings doch sehr sportlich, also für mich derzeit einfach viel zu teuer Novo Nordisk, deswegen bleibt die weiterhin auf der Watchlist, was natürlich sehr, sehr schade ist. Hier hätte man vielleicht 2019, 2020 sehr gut einkaufen können, derzeit einfach für mich persönlich zu teuer, deswegen weiterhin auf der Liste Novo Nordisk. Dann haben wir LVMH, auch das Unternehmen aus dem Bereich Luxus aus Frankreich, wäre ein Kandidat, ein sehr gutes Unternehmen, Qualitätsunternehmen, Luxus wollen viele Leute, läuft auch in Krisenzeiten, Dividendenrendite 1,6%, auch gut, aber auch wie bei Novo Nordisk etwas derzeit zu teuer, deswegen weiterhin auf der Watchlist. So, dann haben wir Bechtler aus Deutschland. Hier haben wir eine Dividendenrendite von 1,6%. Auch die stehen auf meiner Liste. Dann habe ich aus Kanada Barrick Gold. Wäre auch ein Kandidat mit 3,5% Dividendenrendite. Hier, was mich ein bisschen halt stört, wäre natürlich die Quellensteuer aus Kanada. Dann ein Favorit hatte ich schon seit schon ein bisschen länger auf der Watchlist, aber ich hatte vor ein, zwei Monaten überlegt, dort einzusteigen und seit diesem Zeitpunkt sind die, glaube ich, so 10-14% schon gestiegen. Da tut man sich immer noch schwer, obwohl Rio Tinto eigentlich gar nicht so teuer ist derzeit. So, hier gibt es auch eine etwas höhere Gewinnrendite und Qualität passt auch. So, dann haben wir Carl Zeiss Meditech. Das Unternehmen steht bei mir ganz weit oben auf der Liste. Leider nur eine etwas geringere Dividendenrendite, 0,7%. Das Unternehmen habe ich auch in meinem separaten Sparplan laufen, schon seit 2020. Ist auch gut im Plus. Das wäre auch so ein Kandidat, wo ich mir sagen kann, ja, für ein Langfristdepot top. Aber wir auch bei vielen anderen Werten einfach etwas teuer, dennoch sehr, sehr gut. Dann haben wir Linde, auch auf der Liste, mit 1,4% Dividendenrendite. Dann der große Favorit bei mir für einen Nachkauf wäre L'Oreal mit einer Dividendenrendite von 1,4%. Qualität hier 15 von 15 Punkten, top Kandidat bei mir für einen Nachkauf. Habe sie auch schon vor 2-3 Wochen gekauft gehabt, also nachgekauft gehabt und würde sie jetzt nochmal aufstocken. Die stehen derzeit sehr, sehr gut. Auch das Momentum steht wohl auch auf der Seite von L'Oreal. Dementsprechend wäre das ein absoluter Wunschkandidat von mir. Da müsste ich überlegen, wann genau ich da nochmal nachkaufen werde. So, dann haben wir noch einige weitere auf der Liste. Und zwar Partners Group aus der Schweiz. Auch die stehen bei mir auf der Liste nach L'Oreal und Roche, glaube ich, war das auch, überlege ich auch sehr stark, weil die derzeit auch relativ, nicht günstig, aber die sind, sagen wir mal, fair bewertet. L'Oreal ist fair bewertet, Roche ist fair bewertet. Wenn man sich noch die US
Markt mit reinnehmen würde, dann wäre auch da Union Pacific sehr, sehr interessant. Visa wäre interessant. Und auch Fastenal. Aber USA möchte ich jetzt erstmal nicht so stark nachkaufen, beziehungsweise würde ich gerne außerhalb USA etwas stärker einkaufen als USA. Also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, für 1000 Euro Union Pacific kaufen würde, würde ich dann gerne schon für 1500 L'Oreal kaufen oder halt für 100 Euro Union Pacific, dann für 150 Euro L'Oreal oder sowas in der Art. So, so, weil ich die etwas breiter aufstellen möchte außerhalb USA. Dann also Partners Group wäre bei mir ein Favorit. Dann Utz in Utz aus Deutschland, die Deutsche Post. Da habe ich auch schon sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Aber hier tue ich mir schwer, weil bei mir auch Deutschland auch mittlerweile, weiß ich gar nicht, 10-15% ausmacht. Und das ist eigentlich auch schon etwas zu viel. So, deswegen tue ich mir auch sehr schwer. So Bechtle, Deutsche Post, das sind auch Kandidaten. Aber wie gesagt, deutsche Werte habe ich ja schon eigentlich recht hoch gewichtet. So, dann haben wir Coloplast. Das Unternehmen steht bei mir auch auf der Liste, ganz weit oben. Fabersoft aus Österreich wäre auch noch ein Kandidat. Also, ganz weit oben auf der Liste steht bei mir L'Oreal. Dann halt Partners Group, Coloplast, auch finde ich sehr, sehr interessant. Das sind halt so die ganz, ganz weit oben auf der Liste bei mir stehen. Also, da wird es vermutlich einen Nachkauf geben. Höchstwahrscheinlich bei L'Oreal und eventuell einen Neukauf bei Coloplast oder bei Partners Group. So, das waren meine Aktien Watchlist außerhalb den USA. So, das war's dann auch schon. Ciao, ciao.